Also heute ist jetzt hier die Kältemaschine gekommen in die Lonza Arena zu Visp. Könnt ihr vielleicht mal grob erklären, was macht die eigentlich genau? Die Kälteerzeugung macht natürlich Kälteproduktion für die Eisbahn. Wir haben aber auch die Abwärmenutzung daraus heraus. Wir nutzen auf verschiedenen Temperaturniveaus Abwärme nutzen und somit auch das Gebäude heizen. Ich kann mir vorher sagen, dass die Eismaschine, also das Spezielle an der eigentlich ist, dass die nicht mit Ammoniak läuft, sondern mit CO2. Wie genau geht das nachher? Wir haben in dieser Anlage CO2, das ist richtig. Das Kältemittel ist somit natürlich. Mit dem Kältemittel können wir die Eisbahnkälte betreiben. Also auch auf dem Eisfeld ist in den Rohr ist CO2, kommt flüssig an und tut verdampfen, Kälteenergie bringen und kommt dampfförmig zurück zu der Anlage. Kann man also zusammenfassen, dass das eigentlich das Innovative ist an der Maschine? Es ist etwas Spezielles, das ist in der Schweiz noch nicht sehr häufig in der Eisbahn. Da ist das Ammoniak noch der verbreiterte Anwendefall. Das ist da ein Spezielles, das stimmt. So, punkto Kosten, wo bewegt man sich da für so eine Eismaschine für eine ganze Halle? Das geht in Richtung sehr hohe sechsstellige Betrag, ja, für die Eisbahntechnik. Ja, ja.